Ja, dazu fragen wir uns natürlich erstmal, was ist denn überhaupt typisch für ein Start-up? Also ich habe hier im Internet mal so ein bisschen rumgesucht nach typischen Start-up-Bildern und bin natürlich auf dieses klassische Bild der amerikanischen Garage gestoßen. Garagen in den USA sind meistens ein bisschen größer als bei uns, aber ich denke nicht, dass das der Hauptfaktor dafür ist, dass es viele Start-ups gab in den USA, die als Garage entstanden sind und eben super erfolgreich wurden. Also ich denke auch, dass Apple und Co. auch so eine Garagenstory hinter sich haben, wo die halt Computer geschraubt haben und verkauft haben. Und ja, was macht es eigentlich typisch? Diese Frage müssen wir eigentlich erstmal verstehen, bevor wir überhaupt uns über Erfolgsfaktoren unterhalten können. Was ist denn auch eigentlich anders in einem Startup als in einem etablierten Unternehmen mit erfolgreichen Produkten oder vielleicht auch mit einem Produktportfolio, was sehr zukunftsfähig ist und einem erfolgreichen Unternehmen, was gute Geschäfte macht? Also typische Startups, die haben natürlich immer so etwas Technologiegetriebenes. Das ist das, woher wir Startups kennen. Die haben eigentlich innovative Ideen oder super innovative Produkte, also etwas, was neu ist, was einen neuen Nutzen entfaltet für Produkte, etwas, was es bisher noch so gar nicht gibt. Es gibt auch gar keinen Markt dafür. Und was auch sehr typisch ist für Startups, dass es häufig eben ein skalierbares Business gibt. Was heißt das, ein skalierbares Business? Skalierbare Businesses sind zum Beispiel ganz typisch eben diese ganzen Plattform-Businesses, wie sie aus der App-Welt halt so kennen. Also angefangen natürlich von den großen Klassikern wie Google oder Apple, die halt Plattformen entwickelt haben und auf diesen Plattformen eben ihr Business hochskalieren können, andere daran beteiligen können und beliebig quasi das vervielfachen. Aber auch so, sagen wir mal, die Startups, die auch sehr erfolgreich oder die Unternehmen, die sehr erfolgreich als Startups gestartet sind, wenn wir zum Beispiel an Airbnb denken, klassisches skalierbares Business. Also skalierbar heißt, die Firma Airbnb muss nicht in dem Maße neue Mitarbeiter anheuern, wie ihr Umsatz wächst. Das heißt, das versteht man eben unter skalieren. Wenn Sie eine Beratung aufmachen, dann ist das klassischerweise kein skalierbares Business, weil wenn Sie eine Unternehmensberatung haben und Sie wollen Ihr Geschäft verdoppeln, dann ist es leider häufig so, dann brauchen Sie eben doppelt so viele Berater. Ja, also das ist ein nicht skalierbares Business. Skalierbare Businesses gibt es natürlich auch im Produktbereich. Wenn Sie Produkte haben, die Sie einfach unendlich multiplizieren können und sagen wir mal, wenig Zusatzaufwand haben, dann ist es natürlich sehr, sehr gut skalierbar. Wenn Sie Produkte haben, die nur Sie machen können und das alles Einzelstücke sind, dann ist es natürlich wenig skalierbar. Ein weiteres ein typisches Merkmal von Startups ist natürlich auch, dass das in der Regel keine Unternehmen sind, die man macht, um sie dann seinen Urenkeln zu vererben, sondern man macht Startups in der Regel mit dem Zweck, dass man sie irgendwann weiterverkauft. Entweder verkauft man sie weiter an große Unternehmen, die mit diesem Stückchen Technologie oder diesem Stückchen Business, was man jetzt eigentlich entwickelt hat, etwas anfangen können, was bei denen zum Portfolio passt. Oder man geht vielleicht, wenn man wirklich super erfolgreich ist, mit diesen kleinen Unternehmen an die Börse. Das ist das, was IPO heißt. Initial Public Offering, also das ist klassisch die Abkürzung für einen Börsengang. Ja, was ist noch typisch? Startups haben natürlich ein total großes Risiko für die Investoren. Es hat auch ein großes Risiko für Mitarbeiter. Auch das habe ich am eigenen Leibe erfahren, wenn man halt gewisse Verpflichtungen hat, Familie hat, sein Häuschen gebaut hat und man arbeitet dann eben bei einem Unternehmen, was einem nicht regelmäßig das Gehalt bezahlt, dann merkt man ganz schnell, was das Thema Risiko eben bedeutet in einem Start-up. Viele der Informationen, die ich Ihnen halt heute hier präsentiere, die entstammen einem Buch von Eric Ries, einem Amerikaner, der selber zahlreiche Start-ups gegründet hat, erfolgreiche und weniger erfolgreiche, und der halt in diesem Buch sehr schön und sehr gut verständlich die typischen Eigenschaften von Startups beschreibt und auch eben die typischen Erfolgsfaktoren von Startups beschreibt. Und der hat eben eine Methode entwickelt, The Lean Startup, wie er das nennt, und die wird in diesem Buch eben sehr, sehr ausführlich beschrieben.
mit vielen praktischen Beispielen beschrieben. Es ist auch wirklich ein sehr einfach zu lesendes Buch. Wer halt von Ihnen mal mit dem Gedanken spielt, vielleicht mal sowas zu machen, das gibt es halt als Taschenbuch. Ich kann es Ihnen gerne im englischen Original empfehlen. Das ist wirklich in sehr einfach verständlicher Sprache geschrieben und gibt es halt für ein paar wenige Euro beim Buchhändler, beim Online-Buchhändler. Und ja, da kommen halt jetzt viele eben dieser folgenden Informationen her. Also ich habe es mehrfach gelesen, weil ich es einfach total klasse fand. Der Eric Ries, der definiert halt Startup, ich sage es einfach mal auf Englisch, a startup is a human institution designed to create a new product or service under conditions of extreme uncertainty. Ja, also das ist der erste Teil, ist uns sicherlich geläufig. Das ist ein neuer Produkt oder eine neue Dienstleistung. Also diese ganzen Plattformen wie Airbnb zum Beispiel, sicherlich ein Service in gewisser Weise, also eine Dienstleistung, würden wir im Deutschen sagen. Und ja, das ist, glaube ich, durchaus das, was wir schon alle so akzeptiert haben als Definition. Aber der zweite Teil ist eigentlich das, was besonders interessant ist. Under conditions of extreme uncertainty. Und das ist eben auch das, was dieses Start-up von einem klassischen Unternehmen unterscheidet. Ein klassisches Unternehmen hat eben sehr, sehr viele Sicherheiten. Das klassische Unternehmen vor allen Dingen kennt seinen Markt. Es weiß, auf welchen Märkten Kunden rumlaufen, die die eigenen Produkte kaufen oder die Dienstleistungen buchen und benutzen. Und man weiß, welche Probleme die Kunden haben. Man kennt auch sehr genau die, sagen wir mal, die Defizite der eigenen Lösung und wo man noch was verbessern kann in der Regel. Man weiß sehr genau, welche Umsätze zu erwarten sind. Man kennt den gesamten Wettbewerb. Man kann ein Unternehmen managen nach den klassischen Regeln des Managements. Das funktioniert alles in Startups eben nicht. Man weiß gar nicht, was genau was der Kunde ist. Man hat eine neue Technologie, von der man vermutet, dass sie ein riesengroßes Potenzial hat. Vielleicht hat man auch nur die Hoffnung. Aber in der Regel hat man eine gut begründete Vermutung, sie hat ein riesengroßes Potenzial. Aber wo, auf welchen Märkten ich das anbieten kann, wie lange das dauern wird, bis ich wirklich da jetzt ein Produkt draus gemacht habe, bis wir wirklich schwarze Zahlen schreiben, das steht halt häufig eben in den Sternen. Und das ist gemeint mit Conditions of Extreme Uncertainty und auch das, was ich dazu brauche als Handwerkszeug, um solche Startups zu managen, ist etwas komplett anderes, als wenn ich eben etablierte Unternehmen manage. Und da möchte ich Ihnen jetzt einfach mal auch aus diesem Buch und so ein bisschen Kontext um dieses Buch drumherum einige Punkte mal nennen und da natürlich auch so ein paar Hausaufgaben für Sie daraus definieren, weil es eben so den einen oder anderen Aspekt gibt, der auch super spannend ist für Produktmanager, für Marketingmanager, nicht nur in Startups, sondern auch in ganz etablierten Unternehmen. Ich habe Ihnen hier immer wieder ein paar Hinweise auf YouTube-Videos gezeigt. Also das ist er hier, dieser Eric Ries. Ja, wenn Sie Zeit und Gelegenheit haben und vielleicht auch Interesse an diesem Thema, kann ich Ihnen sehr empfehlen, sich die mal anzuschauen. Teilweise sind die schon etwas älter, so 5 bis 10 Jahre alt, aber nach wie vor, glaube ich, sehr gültig von ihren Inhalten. Die Motivation, die dieser Eric Ries hat, die er auch so auf den ersten Seiten seines Buches darstellt, die hat er ganz nett beschrieben. Throughout my career, I kept having the experience of working incredibly hard on products that ultimately failed in the marketplace. Also er hat ganz viele Misserfolge, an ganz vielen Misserfolgen gearbeitet. Und er meint hier explizit nicht Misserfolge im technischen Sinne. Also diese Produkte haben wunderbar funktioniert. Aber wie er das halt auch sagt, das Schlimmste, was jemandem passieren kann, ist, wir haben uns ein neues Produkt ausgedacht, was super funktioniert, aber dummerweise gibt es gar kein Problem bei den Kunden, das dieses Produkt halt lösen könnte. Das ist das Allerschlimmste, was einem Entrepreneur passieren kann, einem Unternehmer passieren kann, dass er nämlich was Tolles entwickelt und dann gibt es keinen Markt, weil eben die Kunden gar nicht einen Nutzen drin sehen, weil sie einfach gar nicht so ein, weil das praktische Problem, was sie haben, doch eigentlich anders gelagert ist als das, was sich der junge Unternehmer hier ausgedacht hat. Und das ist das Übelste, was einem passieren kann. Und eines seiner Statements ist halt eben, dass wir diesen Test, was braucht eigentlich der Markt, was braucht der Kunde, was braucht der User vielleicht, dass das halt
eines der Punkte ist, die wir als Produktmanager wirklich ganz, ganz, ganz ernsthaft betreiben müssen. Sie haben Instrumente kennengelernt, Tools kennengelernt, wie diesen Business Canvas oder den Value Proposition Canvas. Das heißt, auf einen Blick zu sehen, wie soll denn eigentlich unser Geschäftsmodell funktionieren und vielleicht noch mal ein bisschen kleiner zu sehen, wie soll eigentlich unser Wertversprechen aussehen? Welchen Mehrwert leisten wir für Kunden? Und Sie haben ja diese Dinge auch alle notiert. Ich habe da ja viel Kritik dran geübt, bei der einen oder anderen Gruppe. Warum? Weil dieser Mehrwert, diese Value Proposition, die da drin stand, teilweise auf sehr, sehr abstraktem Niveau war. Und das ist etwas, was auch Eric Ries immer kritisiert. Er sagt halt, man startet natürlich mit diesem sehr, sehr abstrakten Niveau. Aber in der Regel ist es so, dass man noch ein bis zwei Stufen detaillierter werden muss, um eigentlich wirklich verstanden zu haben, wo die Knackpunkte liegen. Also was muss eigentlich mein Produkt jetzt wirklich ganz konkret können, damit wirklich die ganz konkreten Needs der Kunden auch erfüllt werden. Und das ist etwas, was man häufig gar nicht einfach durch langes Nachdenken hinkriegt, sondern das ist etwas, was man dummerweise ausprobieren muss. Und der Trick wird darin bestehen, und das werden wir jetzt gleich auf den folgenden Folien sehen, der Trick besteht darin, dieses Ausprobieren, wo liegt denn eigentlich genau der Nutzen von diesem Produkt, dieses Ausprobieren so schnell wie möglich hinzukriegen, aber auch so günstig wie möglich hinzukriegen. Ich möchte nicht erstmal eine Million investieren müssen, um halt dann auszuprobieren, ob überhaupt diese tolle Idee einen Nutzen hat oder nicht. Ja, wenn ich nämlich die Millionen investiert habe, dann habe ich im Prinzip meine Idee in die Tat umgesetzt. Dann funktioniert die Technologie und am Ende des Tages will das gar keiner haben. Also das wäre wirklich die ultimative Pleitesituation und die gilt es halt zu vermeiden. Wenn wir jetzt vergleichen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Erfolgsfaktoren eines traditionellen Unternehmens und des eines Startups, dann werden wir ganz schnell sehen, dass es da dramatische Unterschiede gibt. Also in einem traditionellen Unternehmen braucht es einen guten Plan. Ja, ich habe Sie darauf getrimmt, ein gutes Lastenheft zu schreiben. Das ist ein richtig solider Plan, wenn ein Lastenheft gut ausgearbeitet ist. Das zeigt mir halt die nächste Produktversion oder die nächsten Produktversionen. Ich kann eine Roadmap draus bauen. Ja, das ist ein solider Plan für ein Produkt. Das ist ein solider Plan, ein solides Arbeitsergebnis eines Produktmanagers. Ja, eine solide Strategie zu sagen, wir konzentrieren uns auf einen bestimmten Markt, wir haben bestimmte Stärken und werden da das Maximum rausholen. Wir werden uns ein Kundensegment suchen, wo wir eben besonders gut sind. Das sind alles Aspekte einer soliden Strategie. Und wir wissen natürlich irgendwann sehr genau, wie der Markt funktioniert. Ja, es gibt Market Research, ja, wir können Marktdaten erheben, aber wir haben eben auch teilweise sehr, sehr detaillierte Informationen über unsere Produkte. Denken Sie zum Beispiel an IT-Produkte, wenn ich halt eine App optimieren will, dann nehme ich natürlich vor allen Dingen Informationen über die Statistik, die ich auswerten kann. Ich weiß, was meine Zugriffe sind. Ich weiß, wenn ich etwas verändere, ob es besser oder schlechter geworden ist. Ich weiß halt, welche Produkte besonders gut nachgefragt sind, welche Dienstleistungen schlecht gehen. Und ich kann Bewertungen lesen. Also ich habe sehr, sehr ausführliche Informationen über meine Produkte, wenn sie denn im Markt sind und wenn sie halt schon eine ganze Weile im Markt sind. Und das funktioniert natürlich nicht bei Startups, weil ich weiß bei Startups häufig zunächst erstmal gar nicht, wer sind denn überhaupt meine Kunden. Ich entwickle eine Technologie, die im Prinzip ein Problem lösen sollte, aber ich weiß gar nicht so genau, wer denn jetzt die Kunden sind. Ich weiß nicht ganz genau, wie das Produkt nachher funktionieren soll. Welche Features braucht das denn eigentlich, um wirklich akzeptiert zu werden? Sie haben alle ganz fleißig im Lastenheft aufgeschrieben, was sind Must-Have-Requirements, was sind Should-Have-Requirements, was sind Nice-to-Haves. Das wissen Sie, wenn Sie in einer etablierten Unternehmensumgebung unterwegs sind, wenn vielleicht Ihr Unternehmen schon eine gewisse Historie mit dieser Art von Produkten hat, dann können Sie das lernen. Sie haben mit etlichen Kunden gesprochen und Sie kriegen irgendwann auch als Produktmanager so ein Gespür dafür, was ist jetzt eigentlich hier wichtiger und was ist hier unwichtiger. Und Sie werden das Gespür auch in Board-Meetings und so weiter verteidigen können. Sie werden Beispiele dafür haben, um genau zu sagen, ich weiß, wie das Produkt aussehen muss, damit ich jetzt noch eine neue Kundengruppe oder noch ein Teilsegment
weiter damit begeistern kann. Das wissen Sie eben ganz häufig nicht, wenn Sie im Startup-Bereich unterwegs sind. Ihnen fehlt genau dieser Erfahrungshorizont und Sie haben keine Gelegenheit gehabt, dieses Gespür sich irgendwie zu entwickeln, was es halt dort braucht. Ja, es gibt viele Unsicherheiten und diese Unsicherheiten heißt, dass auch die typischen Management-Methoden, die es so in Unternehmen gibt, vor allen Dingen dieses totale zahlengetriebene, wie sind die Umsatzzahlen angestiegen, wie ist die Marge und wie sind die Kosten und diese ganzen anderen Parameter, die man bekanntermaßen als Erfolgsfaktoren in einem Unternehmen benutzt, die funktionieren in einem Startup ganz häufig gar nicht. Warum? Weil es überhaupt gar keine historischen Daten gibt und dementsprechend gibt es auch nichts, was man vergleichen kann. Außerdem die Rahmenbedingungen, unter denen sie tätig sind, die ändern sich so rapide, dass es halt einfach nicht funktioniert. Ja, was ist die Konsequenz? Viele junge Start-up-Gründer, Entrepreneure, also Jungunternehmer, die haben dann eben einen Ansatz und sagen, just do it. Ja, das ist so ein geschweifter amerikanische Redewendung, just do it, mach's einfach. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Das ist nämlich teilweise einfach super blauäugig. Warum nennt der Autor sein Buch The Lean Startup? Also was ein Startup ist, das haben wir schon gelernt. Lean, das bezieht sich eben auf das Managementprinzip, was bei Toyota entwickelt wurde in den 1980er Jahren. Lean Management oder Lean Production, da gibt es ja verschiedene Derivate von Lean. Aber was Lean halt heißt, also schlank und schmal, heißt eben, dass ich mich wirklich darauf konzentriere in einem Unternehmen, was sind die Aktivitäten, die tatsächlich in meinem Unternehmen wertstiftend sind. Da sollte ich mich drauf konzentrieren. Also jetzt in diesem Autobeispiel Toyota, was sind die Aktivitäten, die nachher Autokäufer tatsächlich wertschätzen? Und was sind die Aktivitäten, die vielleicht gar nicht direkt dazu gehören? Und in der Konsequenz geht Toyota dahin und macht halt die Dinge selber, die als wertschöpfend erkannt wurden und alle anderen Dinge versucht man eben zu outsourcen an andere Unternehmen, die sich darauf eben spezialisiert haben. Und ja, was gibt es denn noch, dass man halt eben versucht, natürlich Qualität in die Produkte reinzubringen und nicht nachher irgendwelche Produkte produziert und dann guckt die Qualitätsabteilung hinterher drüber, ob denn alles so gemacht ist, wie es sich gehört. Und damit ist Toyota ja super erfolgreich gewesen, hat ja jahrzehntelang die Pannenstatistiken angeführt, im Sinne von die wenigsten Pannen und die wenigsten Breakdowns von allen Autoherstellern und war dabei natürlich trotzdem noch relativ günstig. Dann, man versucht eben das Wissen und die Kreativität einzelner Mitarbeiter einzufangen. Auch das funktioniert wunderbar, also dieses ganze Vorschlagswesen, das Verbesserungswesen, diese ganzen Verbesserungsvorschläge, das haben halt die Japaner bei Toyota sehr auf die Spitze getrieben und haben eben entsprechende Gremien geschaffen und entsprechende Prozesse geschaffen, um da jeden zu animieren und zu motivieren, immer Dinge zu verbessern und die Organisation dazu gebracht, diese Ideen halt auch aufzunehmen und zu versuchen, es zu optimieren. Ja, Reduce Inventory, also Kapital halt, was dort gebunden ist, zu reduzieren, die Größen halt von irgendwelchen Arbeitsaufträgen zu reduzieren. Just in Time kennen Sie. Was halt besonders wichtig ist jetzt in diesem Startup-Kontext, sind diese letzten beiden Punkte. Accelerate Cycle Times heißt halt, wenn wir etwas verändert haben, das dann einzuführen, zu prüfen, ob es funktioniert, zu etablieren und dann wieder zu checken am Ende, ist das jetzt so, wie wir es haben wollen oder sollen wir es weiter verändern? Das ist halt etwas, was Erik Ries halt auf das Startup übertragen hat. Also möglichst schnell die Dinge zu ändern und dann wieder auszuprobieren, ob es funktioniert. Ja, und an sich überhaupt dieses Thema Continuous Improvement, also ständige Weiterentwicklung, nicht irgendwie 10 Monate lang an einer neuen Version arbeiten, die dann irgendwie etwas Sensationelles kann, sondern lieber 1, 2, 3 oder 4 Wochen an etwas arbeiten und dann eine neue Version rausbringen
und gleich in der freien Wildbahn mit Kunden idealerweise zu testen, ob es denn funktioniert und ob es das tut, was es tun soll. Das ist sozusagen das, was Lean in diesem Zusammenhang heißt. Wir haben jetzt gelernt, dass in einem Startup die klassischen Managementmethoden nicht richtig funktionieren, aber dass es natürlich ohne komplettes Management auch nicht funktioniert. Das heißt, wir brauchen eben für ein Startup, für eine Startup-artige Situation, brauchen wir ganz andere Größen, ganz andere Kennzahlen, andere KPIs, wie es ja so schön auf Neudeutsch heißt, Key Performance Indicators, also Kennzahlen, brauchen wir halt, die eben spezifisch für das Startup sind. Und Erik Ries appelliert halt daran, dass wir versuchen, in einem Startup den Fortschritt zu messen, und zwar den Fortschritt bis zum Markt. Und dieser Fortschritt, der sollte halt gemessen werden im Sinne des Kunden und aus der Kundenperspektive. Und wir sollten alles unterlassen, was jetzt nicht direkt zu tun hat mit dem Kundennutzen. Das wäre halt totale Verschwendung, sondern wir sollen uns wirklich nur auf die Dinge erstmal konzentrieren, die den Kundennutzen betreffen. Das ist so einer der Punkte, die er halt macht. Wenn wir halt etwas herstellen, dann ist es natürlich auch den Kunden völlig wurscht, wie wir das herstellen, nur dass es halt irgendwie vernünftig funktioniert. Aber in einem Startup, da wissen wir erstmal gar nicht, wer ist denn überhaupt der Kunde, was will denn überhaupt der Kunde, was wird der Kunde denn eigentlich als wertvoll empfinden an unserem Produkt oder an unserer Dienstleistung und was denn nicht. Und das ist eben Teil dieser ganzen Unsicherheit und das müssen wir halt irgendwie in den Griff kriegen. Wir brauchen also geeignete Kennzahlen, die in einem Startup mir zeigen, ob ich eigentlich auf dem richtigen Pfad bin, ob ich eigentlich das Richtige tue oder eben nicht. Und der eindringliche Appell ist natürlich, dass wir in einem Startup uns nicht an den Schreibtisch setzen und mit vielen schlauen Menschen ganz lange überlegen, wie man denn eine Strategie bauen könnte und wie man einen Plan bauen könnte und wie das alles funktionieren würde, das Produkt, sondern hier ist natürlich ganz klar der Appell, möglichst kurzzyklisch immer mal wieder was ausprobieren, zu messen, ob es funktioniert, zu messen, ob es besser geworden ist, als es vorher war, das Produkt oder die Lösung und das Produkt oder die Lösung dann natürlich eben anzupassen. Also der Aussatz hier, die Kernaussage hier ist, the Lean Startup Method suggests failing is part of building a successful innovation. If you can't fail, there is nothing you can learn. That said, learning shouldn't be an excuse for failing. That's where validated learning comes into play. Das heißt, diese einfache Ausrede, ja, wir haben da viel bei gelernt, das ist ja häufig etwas, was man hört, so eine quasi Gewissensberuhigung, Bekämpfung der kognitiven Dissonanz, wenn man irgendwo dabei war, was halt irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, bei einem Sportevent oder eine schlechte Party ausgerichtet oder in einem Unternehmen eben nicht erfolgreich gewesen und Geld in den Sand zu setzen, dann sagt man ja gerne, ja, wir haben alle viel dabei gelernt, so als nette Ausrede, als positive Ausrede dafür. Das ist natürlich in gewisser Weise richtig, aber das ist natürlich nur insofern richtig, dass wir nachher genau sagen können, was genau haben wir denn dabei gelernt? Was funktioniert denn nicht und was funktioniert denn gut? Und was müssen wir denn beim nächsten Schritt besser machen? Und das ist das, was er hier als Validated Learning bezeichnet. Also ein Startup zu managen ist ungefähr so, wie ich ein Auto fahre oder vielleicht sogar auch ein Pferd reite. Ja, also ich mache das nicht, ich sage halt nicht, wie viel Grad ich jetzt mein Lenkrad nach rechts drehe, wenn ich um die erste Kurve fahre und wie viel Grad ich es dann zurückdrehe, wenn ich die linke Kurve nehme und wie viel Millimeter ich aufs Gas trete. Das mache ich nicht, sondern ich fahre ein Stück und ich schaue, wie das Auto reagiert, wie die Straßenverhältnisse sind, wie viel Verkehr ist. Und ich passe mich dementsprechend an und ja, schlage das Lenkrad ab und zu mal ein bisschen mehr ein, ab und zu mal weniger. Und wenn das dann halt zu wenig war, lenke ich nach. Und wenn es zu viel war, dann lasse ich die Lenkbewegung wieder etwas nach. Das ist auch das, was wir tun müssen in einem Startup. Und demgegenüber steht zum Beispiel der Start einer Mondrakete oder einer Rakete zum Start von Satelliten. Da ist natürlich wirklich alles ganz, ganz, ganz genau vorbereitet und auch vorberechnet. Und da ist ganz genau klar, wie viel Schub die braucht und in welchem Winkel die wohin fliegen muss. Ansonsten ist die Mission halt gescheitert.
Also, wir machen das eher so wie beim Autofahren und nicht so wie beim Starten einer Rakete. Dieser Ansatz, Validated Learning, also validiertes Lernen, also richtig echtes Lernen, was nachverfolgt wird, was kontrolliert wird, dass wir wissen, was wir gelernt haben, wie viel wir gelernt haben und was wir beim nächsten Mal anders machen, das bildet er ab mit dem Build-Measure-Learn-Zyklus. Also wir bauen ein Stück der App, beziehungsweise wir überlegen uns halt erst, was wollen wir lernen, was wollen wir verbessern. Wir verändern etwas an dem Produkt, wir bauen halt ein Stück von der App und messen dann wirklich nach, ist es denn tatsächlich besser geworden? Und das ist ja auch ein Ansatz, den wir häufig im Marketing schon diskutiert haben. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin im E-Commerce, dann ist das ja ein sehr häufiger Ansatz, dass ich zum Beispiel A/B-Tests mache. Ich habe einen Online-Shop, ich teile zufällig halt die ganzen Kunden, die auf meinen Online-Shop kommen, auf in zwei Gruppen. Die einen bekommen meinen traditionellen Webauftritt angezeigt und die anderen meinen neu gebauten. Und ich schaue halt, welche Aspekte sind denn besser geworden. Im Sales Funnel, geht der Sales Funnel schneller? Sind die Kennzahlen besser geworden? Was genau ist besser geworden? Das nennt sich, das wäre ein typisches Setup für Validated Learning. Also ich mache es bewusst, ich stolper nicht irgendwo rein, sondern ich überlege mir vorher, was ich denn eigentlich lernen muss, welche Hypothese muss ich denn eigentlich bestätigen oder widerlegen und wie kann ich das denn tun, wie muss mein Versuch aussehen und danach werte ich den Versuch aus. So wie es Physiker oder Chemiker auch machen, so mache ich es auch in meinem kleinen Business-Labor, was sich nämlich Startup nennt. Das Ergebnis dieses Validated Learnings ist immer die Frage, weitermachen oder Richtung ändern. Ist es jetzt besser geworden? Dann mache ich weiter und probiere nochmal neue Features aus. Oder ist es vielleicht sogar schlechter geworden? Oder hat es vielleicht auch gar nichts gebracht? Dann muss ich wirklich konsequent die Richtung ändern. Und das ist etwas, was man natürlich auch beim Entwickeln von Produkten machen kann in etablierten Unternehmen. Ich sagte ja zu Anfangs, man kann eben sehr viel aus dieser ganzen Start-up-Thematik und dieser Systematik, wie man halt Startups entwickelt, kann man halt übernehmen, auch in die Arbeit in ganz normalen Unternehmen, ganz normalen etablierten Unternehmen, wenn man nämlich dort auch neue Produkte baut. Hier ist nochmal so ein Vergleich, eigentlich das Gleiche nochmal dargestellt als Prozess. Wenn ich im oberen Bereich mir das anschaue, das ist klassisches Produktmanagement, wie es in etablierten Unternehmen stattfindet. Also wir haben ein Konzept und einen Businessplan. Das ist das, was Sie als Ihre Arbeit gemacht haben. Sie haben hier ein Lastenheft entwickelt, Sie haben Marktforschung gemacht und Sie haben da wahrscheinlich dann auch irgendwann einen produktbezogenen Businessplan daraus entwickelt. Und auf der Basis Ihres Konzepts, was Sie entwickelt haben als Produktmanager, als Marketingmanager, wird dann ein Produkt entwickelt, was mehr oder weniger lange dauert, je nachdem, um was für ein Produkt es sich handelt. Und dann gibt es eben Tests, Alpha-Beta-Tests. Ja, also Sie kennen vielleicht aus Ihren App-Stores halt die Möglichkeit, dass Sie meine neue Version auch testen. Das sind dann häufig Alpha- oder Beta-Tests von Software. Und das machen sie halt und schauen, ob die Software so funktioniert, wie sie funktionieren soll, ob sie frei von Bugs ist. Und dann starten sie das neue Produkt oder wie es hier heißt, First Shipment. Also das ist sozusagen das erste Produkt, was ausgeliefert wird. Im Startup machen sie nicht Produktentwicklung, sondern da machen sie im Kern sehr, sehr häufig Customer Development, also Kundenentwicklung. Sie versuchen halt mit einem möglichst schnellen Prototypen, versuchen Sie zu entdecken, ob die Kunden da etwas mit anfangen können. Und dann validieren Sie mit dem Kunden. Wir hatten das Thema Validierung ja schon gehabt. Sie geben dem Kunden ganz konkrete kleine Aufgaben. Sie benutzen dieses Produkt und messen halt bestimmte Größen und fragen sich, ist das jetzt erfolgreich gewesen oder nicht? Und je nachdem, was Sie dort gelernt haben, gehen Sie wieder zurück und bauen einen neuen Versuch auf, bauen neue Features ein in Ihre App, in Ihr Produkt. Und damit starten Sie dann wieder die Validierung. Und erst wenn Sie damit zufrieden sind, dann gehen Sie hin und dann können Sie davon ausgehen, Sie haben ein Produkt, was sich tatsächlich vermarkten lässt. Und jetzt kümmern Sie sich halt um den Markt. Sie entwickeln halt Kunden, Sie machen Vertrieb und Sie bauen vielleicht auch eine Community halt auf. Also das ist der Unterschied zwischen
Product Development in klassischen Unternehmen und eben Customer Development in den Unternehmen, die halt etwas ganz, ganz Neues machen. Ja, der zweite Teil dessen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist hier nochmal dargestellt. Also hier sehen Sie halt den ersten Schritt Customer Discovery und Customer Validation. Also was macht man da im Hintergrund? Was ist die Fragestellung? Wir suchen ein neues Businessmodell. Also was sollen wir verkaufen und wem sollen wir es verkaufen? Finding the right product market fit, das ist hier die große Frage in Startups. Und ja, da gibt es halt eben viel Umkehren, Abbiegen und Neumachen und nochmal ausprobieren. Und erst wenn Sie das gefunden haben und Sie wissen, dass Sie ein Produkt haben, was für den Kunden einen Wert hat. Und wenn es einen Wert hat, dann gibt es auch Kunden, die dafür Geld bezahlen, einen Preis bezahlen. Dann sind Sie in dem Modus, dass Sie wirklich neue Kunden sich suchen und Ihre Firma halt aufbauen. Also das ist erst der zweite Schritt. Also Sie suchen erst ein Businessmodell und dann wird das Businessmodell aufgebaut. Aus einem Startup wird ein richtiges Businessmodell. In dem Unternehmen, in dem ich zuletzt war, in dem Startup-Unternehmen, da sind wir leider an dieser Stelle hier stecken geblieben. Wir haben es leider produktmäßig gar nicht auf die Reihe gekriegt, überhaupt erst etwas zu entwickeln, was auch nur annähernd von den Kunden halt akzeptiert wurde. Und ja, da gab es natürlich riesengroße Träume, was das Businessmodell angeht. Und vor allen Dingen unsere Investoren und Gründer hatten da sehr große, sehr weitreichende Träume. Hat dann dummerweise leider nicht funktioniert. Um Ihnen mal ein praktisches Beispiel zu geben, wie es Unternehmen gemacht haben, möchte ich Ihnen mal dieses Beispiel von Zappos nennen. Zappos, das ist so etwas wie der Zalando aus USA. Also Zappos ist der weltweit größte Schuhhändler. Und Zappos ist so entstanden, dass sich jemand, also der Gründer von Zappos, überlegt hat, ob es nicht möglich ist, in einem Online-Shop auch Schuhe zu verkaufen. Also Sie werden heute lächeln. Klar, eine Selbstverständlichkeit. Logisch ist es möglich. Aber zu der Zeit war halt die große Frage, akzeptieren das die Kunden? Können die halt ohne die Schuhe angezogen zu haben, relativ sicher Schuhe kaufen beim Online-Händler? Und wenn sie das tun und genug Vertrauen haben, diese Schuhe zu kaufen, werden sie die dann behalten? Wie groß ist der Anteil der Schuhe, der wieder zurückgeschickt wird? Und wie ist die Kundenerwartung eigentlich, was den Service angeht? Erwarten die Kunden eigentlich niedrigere Preise als in dem stationären Handel? Oder erwarten die Kunden die gleichen Preise? Oder ist der Service im Online-Handel so groß, dass man vielleicht sogar höhere Preise durchsetzen kann? Alle diese Fragen waren zu der Zeit, als dieser Gentleman das Unternehmen gegründet hat oder ausprobiert hat, das Unternehmen zu gründen, waren halt gänzlich unbekannt. Und ja, wie hat er das gemacht? Er hat natürlich diese Vision gehabt, dass man so einen Online-Store aufmachen könnte mit ganz, ganz vielen Vorteilen. Aber um jetzt seine Hypothese zu testen, dass das funktioniert, ist er halt einfach sehr, sehr klein angefangen. Er ist sehr schnell gewesen und er ist extrem billig gewesen. Was hat er gemacht? Er ist in einen Schuhladen gegangen, einen lokalen Schuhladen, und hat mit dem Geschäftsführer dieses lokalen Schuhladens einen Deal ausgemacht. Er hat mit dem Geschäftsführer vereinbart, dass er dort alle Schuhe fotografieren darf von diesem Schuhladen, dass er die zu dem gleichen Preis, wie die jetzt in dem Schuhladen stehen, in seinen Online-Shop stellt. Und wenn halt Schuhe über seinen Online-Shop bestellt werden, dann geht er in den Schuhladen und kauft die und verschickt die dann über seinen Online-Store. Also das ist quasi ein mehr oder weniger Standard-Online-Store gewesen, zu der Zeit wahrscheinlich mit sehr, sehr wenig Funktionalität, und der komplette Rest war eigentlich manuell. Das war, man könnte es tatsächlich als absolut primitiv bezeichnen, in einen Schuhladen zu gehen, mal eben die Schuhe auf den Boden zu stellen, zu fotografieren von mehreren Seiten und das Preisschild zu fotografieren und das dann halt einzustellen. Wer würde heute auf so eine Idee kommen? Aber zu der damaligen Zeit waren eben die Fragestellungen, die ich Ihnen gerade genannt habe, es gab keine zuverlässige Antwort drauf. Sind die Menschen bereit, sind die potenziellen Kunden bereit, in so einem Online-Shop auch Schuhe zu kaufen, wenn sie nicht ausprobieren können? Und das hat eben dieser Gründer dort ausprobiert, sehr, sehr erfolgreich, wie man mittlerweile natürlich weiß, weil es ist der weltweit größte Online-Schuhhändler. Und er hat mit diesem ganz einfachen Ansatz, hat er es geschafft,
auszuprobieren, ob seine Hypothese, man kann Schuhe online verkaufen, ob diese Hypothese stimmt, indem er es nämlich einfach ausprobiert hat. Und das hat natürlich nicht viel Geld gekostet und ging natürlich auch super schnell. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich dann gewaltig noch verfeinert wurde. Aber so die erste Bestätigung, die hat er damit bekommen. Also was wir mit diesem Ansatz oder an diesem Ansatz sehen, ist halt die Frage, das ist quasi validated learning gewesen. Also der hat quasi diese große Lernfrage formuliert gehabt, gibt es da schon eine Nachfrage für Online-Schuhshopping und wenn ja, wie funktioniert es? Ja, hier unten stehen so ein paar von diesen Fragen, die er sich gestellt hat. Hier ist sein Experiment gewesen und das ist eben ein typisches Beispiel von erfolgreichen Unternehmen gewesen, die einfach mal was ausprobiert haben, die wirklich Validated Learning gemacht haben. Und hier sieht man nämlich auch, was Validated Learning erfolgreich macht, dass man es nämlich möglichst schnell macht und möglichst günstig macht. Und dieses Setup hier, also dieses quasi diese Produktversion 0.1, die der Gründer von Zappos gemacht hat, das nennt man eben ein Minimum Viable Product. Also Minimum Viable Product oder MVP abgekürzt, findet man ganz, ganz häufig in der Literatur. Wenn Sie in der Wirtschaftsliteratur unterwegs sind, auch im Produktmanagement unterwegs sind, wenn jemand sagt, lass uns doch mal ein MVP machen und ausprobieren, ob die Idee wirklich gut ist, dann ist da genau das hier mit gemeint. Sie machen ein möglichst primitives Setup, was super schnell geht und nicht viel Geld kostet und mit dem man es einfach mal ausprobieren kann. Und ja, selbst wenn das ein Setup ist, über das man halt lächeln mag, wie halt in diesem Fall, dass er in den Schuhladen geht, fotografiert und das dann halt einfach online stellt und die Schuhe dann nachher da kauft und manuell verschickt, selbst wenn es so etwas Primitives ist, es erfüllt nämlich seinen Zweck im Sinne von, wir haben ausprobiert, ob diese Hypothesen hier stimmen oder eben nicht. Also unbedingt merken, diesen Begriff wird Ihnen noch ganz häufig begegnen in Unternehmen. Minimum Viable Product, MVP. Wir kommen gleich auch nochmal weiter zu diesem Thema MVP. Ich möchte Ihnen noch einen zweiten Fall vorstellen. Und zwar gab es eine Firma, die hatte einen ganz interessanten Track Record. Also eine Online-Firma, die hatte 150.000 User. Die haben ein Budget bekommen von 500.000 Dollar initial. Das haben sie komplett ausgegeben und hatten eben nichts mehr. Die hatten mit dieser Lösung, die sie gemacht haben für 150.000 User, keinen Revenue und keinen Profit. Also sie haben keinen Umsatz gemacht und keinen Gewinn gemacht. Und sie konnten auch kein Businessmodell vorweisen. Die Frage ist, würden Sie von Ihrem sauer verdienten Geld auch nur einen Euro in so eine Firma stecken? Wahrscheinlich nicht, weil der Track Record ist ja wirklich super bescheiden. Allerdings hat diese Firma 2004 Venture Capital bekommen, und zwar 12,7 Millionen US-Dollar für diese recht bescheidenen Ergebnisse. Tja, was war das für eine Firma? Vielleicht haben es die ein oder anderen von Ihnen schon geraten. Es war die Firma Facebook zu der Zeit. Und Mark Zuckerberg hat die ja gegründet. Und er hat halt zu diesem Zeitpunkt quasi keine wirklichen Erfolge gehabt, außer dass er 150.000 User hatte. Und hat aber alles Geld, was er hatte, auf den Kopf gehauen gehabt und hat zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel Geld bekommen. Und diese Investoren, die da eingestiegen sind, die mussten sich halt allerlei Häme anhören, dass die halt in so ein Pleiteunternehmen investieren. Aber ich meine, am Endeffekt hat sich herausgestellt, es war halt super erfolgreich. Aber was waren die Faktoren, die eigentlich die Investoren an dieser Stelle dazu gebracht haben, in Facebook zu investieren? Also Facebook hat tatsächlich nämlich genau das gemacht. Facebook hatte mit diesen zugegebenermaßen üppigen 500.000 Dollar, hatte so etwas gebaut
wie ein Minimum Viable Product und hatte das schon etwas ausgebaut. Also so hier sah die erste Facebook-Seite aus. Das hieß noch The Facebook. Also The Facebook war halt in den USA. Die Facebooks, die gab es tatsächlich online. Das waren wirklich Heftebücher, wo halt die ganzen Jahrgänge, Abschlussjahrgänge oder Startjahrgänge, ich bin mir da gar nicht so sicher, von den berühmten Universitäten drin waren, wo man halt eben sein Gesicht hatte und der Name daneben stand und die Kontakte daneben standen, um sich halt später vielleicht mal wieder treffen zu können. Also wir waren der Jahrgang 2021 oder 2023, da gab es halt ein Facebook, also ein richtiges Büchlein, wo die alle drin standen. Ja, er hat das jetzt quasi online übertragen und das Ding The Facebook genannt. Er hat es ausprobiert in Harvard und er hat es geschafft, nachdem er das freigeschaltet hatte. Vielleicht haben die einen oder anderen von Ihnen ja diesen Film gesehen, da mit diese Gründungsstory von Facebook. Er hat es geschafft, innerhalb von 3 Wochen sozusagen 3/4 des ganzen Colleges mit seinem IT-Produkt zu infizieren. Und er hat es geschafft, dass halt offensichtlich das so nützlich war, dass die User halt mindestens einmal am Tag dieses Produkt benutzt haben. Und dann ist er an das nächste College gegangen und konnte das Gleiche reproduzieren. Innerhalb von 3 Wochen halten halt 80-90% des Colleges die seine App installiert, beziehungsweise damals eben gab es es noch nicht auf dem Handy, sondern damals wurde das eben im Browser angezeigt. Also sie haben es sich registriert und haben es mehrfach, also einmal oder mehrfach am Tag halt benutzt. Und damit waren halt 2 Hypothesen bewiesen. Damit war halt eben bewiesen, dass dass einmal dieses Produkt nützlich war für die User, sonst wären die User nicht wiedergekommen. Dann wären nicht 50% der User hätten täglich Facebook benutzt. Und das zweite ist eine Wachstumshypothese. Wenn er innerhalb von 3 Wochen es schafft, ein ganzes College aufzurollen und alle zu Usern zu machen, dann muss da offensichtlich was dran sein. Und diese beiden Faktoren, die Wachstumshypothese und diese Nützlichkeitshypothese, die haben alleine gereicht, um Investoren dazu zu bringen, 12,7 Millionen Dollar damals auszugeben, und er hat dabei überhaupt noch nicht mal Geld für Marketing und Anzeigen ausgegeben. Er hatte keine Marketingabteilung. Also diese 500.000 sind rein für Technik draufgegangen und nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat das halt funktioniert. Und das war eben super überzeugend für die Investoren und deswegen haben sie ihm halt diesen Millionenbetrag gegeben und haben halt gesagt, wenn jemand so einen hohen Nutzen stiftet, dass die Leute halt immer wieder kommen und so schnell halt eben die ganzen Colleges mit diesem neuen Produkt halt infiziert werden, dann muss da offensichtlich ein großer Nutzen dran sein. Und wenn da so ein großer Nutzen dran ist, dann wird auch irgendjemand da mal einen Preis für bezahlen. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Preis. Der Preis ist ein Maßstab für den Nutzen. Nutzen und Preis halten sich irgendwie die Waage. Aus Kundensicht ist der Preis das, was ich dafür bereit bin zu bezahlen, wenn ich diesen Nutzen bekomme. Ja, und der Nutzen war nachgewiesen, ergo haben Investoren wieder gesagt, dann wird irgendwann es auch einen Preis geben, der sich gegen, der halt eine Messgröße für diesen Nutzen ist. Nun sind nicht die End-User letztendlich hier, an die wurde das nicht verkauft und die sind nicht kostenpflichtige Mitglieder geworden dieser Plattform, sondern eben die sind halt Datenlieferanten geworden. Sie kennen alle das Businessmodell von Facebook, Instagram und so weiter. Wir bezahlen da quasi mit unseren Daten. Wir sind die Produkte, wir, die es benutzen, sind die Produkte. Und wir werden quasi verkauft, unsere Daten werden verkauft an werbetreibende Unternehmen. So funktioniert es nachher. Aber initial gab es eben dieses Geschäftsmodell nicht und er hat trotzdem sein Geld dafür bekommen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Also das waren diese beiden Hypothesen hier. Gut, fasse ich nochmal zusammen in dieser wirkliche Crashkurs zum Thema Startups, was wir jetzt eigentlich gelernt haben. Also 5 Prinzipien des Lean Startups. Es gibt überall Unternehmer. Auch Sie, wenn Sie Produktmanager sind, sind Sie Unternehmer für Ihr Produkt in einem Unternehmen. Es ist natürlich in einem etablierten Unternehmen nicht so, dass Sie auf der grünen Wiese anfangen. Oder sagen wir mal so, es ist nur ganz, ganz selten so, dass Sie auf der grünen Wiese anfangen. Normalerweise
gibt es halt eine, ja, schon eine ganze Infrastruktur von Produkten und ja, ein ganzes Environment von Produkten, in denen sie halt vielleicht auch eine neue Version reingeben. Also, aber grundsätzlich Unternehmertum ist auch dann vonnöten, wenn Sie Produktmanager in einem Unternehmen sind. Unternehmertum ist Management. Ja, das ist die zweite große Botschaft. Ich kann zwar nicht die Methoden anwenden, die ich in einem etablierten Unternehmen anwende für Startups, aber ich muss auch Methoden haben. Ich muss auch Startups managen. Ansonsten fährt so ein Startup gegen die Wand. Der dritte Punkt ist das Validated Learning, also das nachgewiesene Lernergebnis. Also ich überlege vorher, was ich lernen möchte. Ich ziehe daraus meine Konsequenzen und bereite einen Versuch vor, genau wie es im Chemieunterricht oder im Physikunterricht war, ein Experiment. Ich experimentiere, ich beobachte, welche Ergebnisse es gibt und ich analysiere das Ergebnis und ziehe meine Konsequenzen daraus. Und kann die Konsequenz ziehen, kann ich diese Hypothese, das Produkt wird besser in diesem und jenem Bereich, kann ich sie bestätigen oder kann ich sie nicht bestätigen? Dann müsste ich eben etwas anderes tun. Es gibt diesen Zyklus zu diesem validierten Lernen, Build, Measure, Learn. Also ich baue etwas auf, wie ich es gerade gesagt habe, mit diesen Experimenten. Ich messe und ich lerne dran. Und wenn ich dann zufrieden bin, dann gehe ich halt einen Schritt weiter. Und der fünfte Punkt, Innovation Accounting. Wir sind als Produktmanager oder eben als Unternehmer in Startups, sind wir sozusagen die, die Innovationen treiben und die Neuigkeiten voranbringen und die aus Neuigkeiten ein Geschäft machen möchten. Das ist unser Kernjob. Insofern müssen wir natürlich auch messen und uns messen lassen, wie wir denn den Fortschritt in unserem Unternehmen, sei es das kleine Startup oder sei es das etablierte Marketingunternehmen, wie wir das halt messen wollen. So, das waren mal die Prinzipien des Startups. Ich habe Ihnen noch eine ganze Menge Videos von den Gründern hochgeladen. Ich habe Ihnen vor allen Dingen ein super spannendes Video hochgeladen von Dropbox, von einem Gründer von Dropbox, der halt erzählt, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie Dropbox halt entwickelt wurde. Da würde ich Sie ganz besonders bitten, sich das auch nochmal anzuschauen und dann folgende Teamaufgabe zu erledigen.